Nach allem, was wir bisher gesehen haben, solltest du äußerst vorsichtig sein, falls du planst, Nachforschungen anzustellen. Shit! Was ist denn das? Ist dieser Bruchschild daran auch schuld? Ich glaube ja. Er verdirbt alles, was er berührt, bevor er es komplett zerstört. Los jetzt! Lauf weg, solange du noch kannst! Würde er gleich zubeißen. Hast du was gesagt? Niemand kann immer richtig liegen. Komm schon. Weißt du eigentlich, wie tollpatschig du dich bewegst? Hey, fick dich! Glaubst du, der Drache ist tot? Nun, die Trümmer haben ihn begraben, also... Sie hat nicht mal einen Kratzer!
werden wir keinen Schutz finden. Hoffen wir, dass der Drache nicht der Versuchung erliegt, uns mit seinem Todesstrahl anzugreifen. Ach, hier bleibt echt nichts erspart. Frey, du musst dich direkt vor ihn stellen. Sofort! Was? Willst du, dass er mich umbringt? Dort ist sein toter Winkel. Vertrau mir. Das hilft nicht viel. Über dir! Und weg ist er. Bleib wachsam. Denk nach, woher der nächste Angriff wohl kommen wird. Oh, komm schon! Ha, ist das überhaupt irgendwas? Ich glaube schon. Mach nur so weiter. Fuck. Alles gut? Den Umständen entsprechend. Wo ist er? Über dir! Achtung! Er greift wieder an. Hey, verpiss dich, Alter! Vorsicht! Hast du einen Plan? Ja! Mich hier rauszufinden! Aber wenn du abstürzt, stirbst du! Sterben muss ich sowieso, Arschloch! Dir gut? Ich glaube schon. Dort oben scheint eine Ortschaft zu sein. Na, hoffentlich ist sie nicht auch verlassen. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht selbst nachsiehst. Oh, oh, hey! Hey! Hier drüben! Oh. Wir haben es geschafft. Hä? Hey, was? Los, Monster! Hey, du Sack von wegen Monster! Das Monster spricht! Natürlich spreche ich und jetzt nimm dein Stecken weg, du Troll! Geh! Okay, mach ich. Wo sind wir hier? Diese Stadt heißt Sipol. Warum kann ich die verstehen? Meiner Erfahrung nach haben die Sprachen verschiedener Dimensionen oft vieles gemeinsam. Okay, so genau will ich's gar nicht wissen. Ruhe! Weiter schurkeln!
Ach, war ja klar. Ein Gericht. Lass mich los! Lass mich los! Sachte! Ruhe! Ruhe! Wer bist du, Kind? Wer bist du? Du solltest dich hier besser im Zaum halten, Frey. Keine Sorge, ich bin total im Zaum. Du scheinst den Ernst der Lage zu verkennen, fürchte ich. Ich habe schon engere Kurven gekriegt, nur damit du es weißt. Also halt den Rand und überlass mir das Reden, klar? Seht ihr das? Sie spricht mit einem Unsichtbaren. Schmiedet sie Kabale mit Dämonen? Was? Nein! Und wer sagt schon Kabale? Ich hätte gern, dass du Ratsfrau Belletts Frage beantwortest, Kind. Mein Name ist Frey Holland. Ich weiß nicht, wie ich hergekommen bin. Ich bin erledigt, ich habe Hunger und ich will einfach nur nach Hause, Mann! So seltsame Kleider, woher kommt sie nur? Hell's Kitchen. Hört ihr? Sie ist des Teufels! Wie sonst hätte sie die Verderbnis überlebt? Bitte. Wie hast du die Verderbnis von Junoon unbeschadet durchqueren können? Unbeschadet? Ja, genau, Alter. Völlig klar. Sie ist die Verderbnis in Menschengestalt. Wir müssen sie hinrichten, unverzüglich! Warte, was? Nein, das gibt's nicht. Ich weiß ja nicht mal, was passiert ist. Bitte, hört auf mich. Ich glaube, wir brauchen sie. Wer wünscht es, vor dem Rat zu sprechen? Verzeiht mir. Ich bin Orden Keen. Diese Frau hat die verdorbenen Lande unbeschadet durchquert. Wir könnten viel von ihr lernen. Wir haben ihr nur das Schwert vorgehalten. Vielleicht reichen wir ihr nun die Hand als Freunde. Wenn du dem Teufel die Hand reichst, wird er hineinbeißen und die Verderbnis wird in deinen Adern brennen. Wir müssen der Gefahr sofort begegnen. Hohe Ratsfrau Belett, bitte! Sowohl Orden Keen als auch Ratsherr Janesh brachten gute Argumente vor. Der Rat ist sich uneins. Daher soll an diesem Tag kein Blut vergossen werden. Aber... lass dich warnen, Kind. Erweist du dich als Bedrohung, müssen wir dich eliminieren. Bringt sie in den Turm von Binoy! Bitte, Ratsfrau Belett, das Urteil ist zu harsch! Die Sitzung ist vertagt. Sie hat uns nichts getan. Was? Turm von Benoit? Was ist denn das bitte? Vermutlich ein Gefängnis. Bitte! Was? Auf keinen Fall lasse ich mich wieder einsperren! Lass mich los! Lass mich los! Die Griffe weg, Arschloch!